Dann gehe ich mal gucken, was sie zu sagen hat. Wo ist sie denn? Ich brauche noch einen Moment. Ja, okay. Könntest den Reeds Drink spucken, wenn dich das aufmuntert. Er wird's merken. Der alte Hund hat noch scharfe Sinne. Dem entgeht nicht mal Spucke. Die NUSA schicken uns also wieder in die Schlacht. Neue Mission? Sieht so aus. Gut, dann schieß mal los. Überzeug mich. Du, jetzt gerade. Sehe ich die echte Alex? Was kümmert dich das? Keine Sau interessiert sich für die echte Alex. Macht es einen Unterschied? Für mich schon. Das ist dann dein Problem. Also, diese Mission. Worum geht es? Eine FIA-Agentin ist verschwunden. Reed und ich sollen sie finden. Und plötzlich erinnert sich die FIA an mich. Keiner ihrer anderen Agenten kennt Dogtown besser als du. Ihre Agenten? Du gehörst also nicht zur FIA. Noch nicht. Womit sie dich wohl erpressen? Ich mache diese Mission, dann bin ich raus. Ich würde nicht darauf wetten, dass das so schnell geht. Meine letzte Mission dauert schon 7 verfickte Jahre. Ich arbeite seit dem Krieg an den örtlichen Waffen- und Tech-Händlern. Meine eine Mission läuft super. So viel Zeit habe ich sowieso nicht. Fängt immer gleich an. Du tust ihnen Gefallen, sie versprechen dir was. Manchmal halten sie ihr Wort. Und irgendwann nageln sie deinen Schwanz an die Wand. Ist dir diese Mission so wichtig? Du erhoffst dir offensichtlich irgendwas davon. Frage ist bloß, was? Ich wollte, ich sag's einfach. Überleben. Die Frau, nach der wir suchen, hat mir Hilfe angeboten. Aber dafür muss ich sie finden. Und zufälligerweise sucht Myers sie auch. Was ist denn das für eine Tussi? Songbird. Scheiße. Bei dem Namen brauche ich mehr als nur eine Kippe. Gehört sie auch zu den Leuten, die hier nicht willkommen sind? Hat er dir nie die ganze Geschichte erzählt? Ich kenne ihn auch gerade ganz kurz nur. Die Geschichte einer völlig abgefuckten Mission, nach der Reed verschwand und ich hier seit 7 Jahren versauere. Die Liste der Agenten? Reed, Songbird und ich. Das wusstest du wohl nicht, oder? Echt wunderbar. Sag mal, glaubst du an Zufälle? Oder ans scheiß Schicksal? Wenn du in dieselbe Formel dieselben Variablen packst. Überraschung, kriegst du dasselbe Ergebnis. Scheiße rein, scheiße raus. Ja. Du und dieser traurige Judas, ihr habt Glück. Ich habe die blöde Angewohnheit, dieselben dummen Fehler zu wiederholen. Aber nicht für umsonst. Was willst du haben? Monaco. Ich will an der Riviera schnelle Autos fahren. Auf einer Yacht mit einer Gräfin Champagner trinken. Monaco. Ruhestand für Agenten. Also ein diplomatischer Posten an einem warmen, atemberaubend schönen Ort mit köstlichem Essen und null gefährlichen Aufgaben. Könnt ihr mir das bieten? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt überhaupt noch hier in dieser Welt. Das Cyberpunk-Welt. Naja, gut. Die Befehle kommen von der Präsidentin, also bestimmt.
soll ich das wissen? Nova, dann geh rein. Sag ihm, ich bin dabei. Ja, ich brauche mehr Nikotin, bevor ich seine Visage ertragen kann. Ich würde ja meinen letzten Annie darauf verwecken, dass sie die ganze... Danke, Alex. Ich wüsste gern, ob man jetzt hier in dem DLC auch Beziehungen führen kann, irgendwie, oder halt, ja, Beziehungen ankurbeln kann. Das wäre ja interessant, ne? Vielleicht kommt das, ne? Und? Ja, sie will nicht. Nee, was hat sie denn hier? Eine hübsche Person. Ja, dann sage ich das, was sie gesagt hat, ne? Mit dem Verheimlichen ist mir egal. Sie ist dabei. Will dafür einen Spionruhestand an der Sonne. Wer will das nicht? Kannst du nicht verübeln? Ja, kann man ja sowieso nicht hundertprozentig zusagen. So, hab gehört, du brauchst jemanden, der dir auf deiner Tour durch NC's Arschwarze die Hand hält. Ich bin hier, weil ich dir vertraue, Alex. Wenn du das sagst. Also, Songbird. Hab gehört, wir sollen sie finden. Wir wissen gar nicht, ob sie noch lebt. Wir waren verbunden, wie übers Holo. Song wurde im Cyberspace angegriffen. Dann ist sie verschwunden. Mehr wissen wir nicht. Wir brauchen einen Netrunner, der jede wache Minute Teraflops von Daten analysiert. Vielleicht hat er was gemerkt. Kennst du da jemanden? Wilkie Slider-Laguerre. Hätte ich mir denken können. Sich vor einer Weile abgesetzt, aber ich weiß, wo er sein Nest hat. Kriegt man immer durch an dieser Bar. Wer ist dieser Slider denn? Wie viele Leute sind da noch involviert? Später Informant. Rundherum abschauen. Voodoo Boy. Außerhalb vom Nest ist er blind wie ein Maulwurf. Beschädigter Hinterhauptlappen. Selbst Kiroshis helfen nicht. Wie verliert ein Geheimdienst einen Blinden? Dank seiner haitianischen Freunde. Er hat eine riesige Tech- und Demon-Werkstatt. Meinst du, die Software-Zauberer von Night City leben in Kabuki? Nee, da verkaufen sie nur ihre Waren. Wie jetzt? Ihr habt Slider aus dem Blick verloren, aber du weißt, wo er ist? Warum habt ihr ihn da nicht eingesagt? Oh, ich weiß nicht. Hab ihn mir für den Notfall aufgehoben. 7 Jahre. Slider war keine Priorität für mich. Nicht, dass dich das was angeht. Naja, schon irgendwie, ne? Und dieser Typ will uns helfen? Slider? Vergiss es. Der ist Wiederholungstäter. Keine Skrupel oder Prinzipien. Wir mussten ihn zwingen, für uns zu arbeiten. Dieses Mal wirst du noch etwas grober werden müssen. Also, reden wir mit ihm? Sliders Versteck ist ein unfertiges Bar in Luxor Heights. Exakte Koordinaten kommen gleich. Dann treffen wir uns dort. Alex und ich müssen mal wieder reden. Okay. Solange ihr euch nicht die Augen auskratzt, ich brauche euch beide lebendig. Dann redet mal. Also, all die Jahre. Wo warst du? Ich höre mal einfach zu. Gab es. Eine Weile lang. Hat nicht funktioniert. Und du? Du kennst mich. Niemand hält mich länger als einen Monat aus. Ach komm. Tu nicht so, als wärst du darin besser. Hey, ich habe eben viele Hobbys. Apropos Hobbys. So wie ich dich kenne, spielst du immer noch Basketball, oder? Nur in meiner Ecke der Stadt. Kennst du ja. Ja. Wundert mich, dass du nicht nach Hause zurückgegangen bist. Hast immer von diesen Tacos geschwärmt. Hätte ich nicht gekonnt.
Selbst wenn ich es gewollt hätte. Warum ich hier geblieben bin? Wer weiß. Stellt sich die Frage, was ist mit mir, Reed? Warum musste ich hier bleiben? Bisher haben FIA-Agenten als ich. Ist der Typ immer noch hier drin? Ne, letztes Mal war hier so ein komischer Typ drin. Was ist das? Ich wollte eigentlich noch zuhören gerade, aber anscheinend geht dann der Ton weg. Oder die hören auf zu reden. Naja. Dann gehe ich mal gucken, wie weit ist das denn? Ach, Johnny. Das Schönste hier in Dreckstown ist ein Monument Dreckstown. An die Toten. Das habe ich wieder. Ich Problems. Diese Deppen immer mit leeren Gesten haben. Du bist doch nur angepisst, weil keiner für dich Kerzen anzündet. Scheiße, vielleicht bin ich genauso sentimental wie der Rest. Wenn ich die zwei sehe, Reed, Alex. So was Ähnliches habe ich auch erlebt. Uiuiui, ui, ui, hat aber Redebedarf. Was willst du schon groß wissen über Reed und Alex und ihre Beziehung? Ja. Ist doch eindeutig. Was von der Freundschaft übrig ist, verschwindet bald. Nicht jetzt. Aber bald. Er hätte ihr vor Jahren die Wahrheit sagen, ihr Chum bleiben können. Aber nein, Reed hatte seine Befehle. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Pflicht schließen sich nicht aus. Doch, tun sie. Ich bin aus guten Gründen aus der Armee raus. Denk mal nach. Wie oft lässt du dich verarschen, bevor du jemandem nicht mehr traust? Kommt drauf an. Worauf willst du hinaus? Ersetze jemand durch Land oder Konzern. Wie oft lässt du dich für diese Wichser abballern, weil sie dir leere Versprechungen machen? Frag dich das mal, wenn du die zwei siehst. Ich weiß nicht. Da gibt es mehrere Antworten drauf. Was? Das ist doch der Händler. Ich weiß es nicht, ein echter Kunde. Ja, was dann. Denn sein? Ich wollte gerade sagen. Was? Ich habe ein paar Fragen über Dogtown. Na klar, schieß los. Das ist hier so. Hier gibt's ein paar echt einzigartige Orte. Ja? Diese Hood ist halt echt was Besonderes, ne? Oh, ja, es ist viel zu viel Gequatsche. Nee. Wo wir schon dabei sind. Ja. Rück raus mit der Sprache. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, was du im Angebot hast. Gehe ich mal einfach weg. Hilft dir nichts. Erfahrungspunkte. Oh, schon wieder. Ja, nee,
hier jetzt erstmal dahin. Man, das ist ja eine nette Abwechslung, wenn man dann so einen Loot erobern kann. Aber wenn es zu oft ist, ist es auch da hinten wieder. Naja, hab ich jetzt keinen Nerv drauf. Oh, scheiße. Ah. Zum Fahren. Ein neues Auto. Jetzt kann ich mir jetzt mal ein Stück fahren damit. Zahlung läuft. Tierschutzgesellschaft. Habe ich das gemacht? Ja, gut, okay. Weiß ich gar nicht mehr. So, hier wieder. Ja, die haben alle echt Probleme hier. Boah, wie so ein Zombie. Weg. Ja, selbst schuld. Ich wollte doch nur die Munition. Komponenten. Also.
ich noch eins. Jetzt schießt so langsam. Kann ich ihn noch umstellen irgendwie? Obwohl, die sind alle schwächer. Naja. Müsste man direkt angreifen. Ach so, das hatte ich schon geholt. Naja. Ich dachte, da wäre noch ein Punkt zu holen. Relic-Punkt. Da hätte ich endlich drei und könnte mal hier diese optische Tarnung ausprobieren. Aber, ja. Noch weiter ausschalten. Das ist doch, ach, da oben ist das. Du wartest noch nicht lange. Du und Alex. Geht so. Hat wohl ziemlich viel zu bereden.